Hans Arp gehört zu den bedeutendsten Bildhauern des 20. Jahrhunderts. Seine Werke sind in den großen Kunstmuseen der Welt ausgestellt. Was vielleicht etwas weniger bekannt ist, ist, dass eine ganze Reihe seiner Skulpturen sich auch im öffentlichen Raum in Basel-Stadt und in Basel-Land befinden. Wir möchten Sie einladen, diese Skulpturen gemeinsam zu entdecken. Wir sind hier in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Oberwil, in Basel-Land. Es ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Die heutige Kirche aus dem 19. Jahrhundert steht auf antiken Fundamenten, auf einem antiken Tempel. Hans Arp hat das liturgische Mobiliar, also auch die liturgischen Zeichen, wie man sagt, für den Chorraum der Kirche gestaltet. Das vielleicht charakteristischste Werk von Arp in diesem Ensemble ist dieser Taufbrunnen aus Kalkstein. Arp bezieht sich hier auf ein älteres Werk in der Gestaltung dieses Beckens, wo man innen noch so eine Art Kristallelement sieht, aus dem ständig Wasser fließt. Und allgemein sieht man, dass hier das Mobiliar, das von Arp gestaltet wurde, wirklich nicht nur als Mobiliar funktioniert, sondern tatsächlich auch eine skulpturale Qualität aufweist und wirklich auch als Skulpturen verstanden werden kann.